Jeder von uns hat irgendwie ein Spiel im Kopf oder mehrere, von dem man unbedingt noch einen weiteren Teil haben will, Leute. Und genau um diese Spiele geht's heute. Ich will euch heute 3 Spiele vorstellen, die unbedingt noch eine Fortsetzung brauchen. Und ich bin nicht alleine, ich habe den guten Akata dabei. Auf seinem Kanal haben wir auch so ein ähnliches Thema hochgeladen. Jetzt im gleichen Moment nämlich 3 Spiele, die unbedingt ein HD Remastered brauchen. Also 3 Spiele, die unbedingt nochmal HD überarbeitet werden müssen für die neueren Plattformen. Ja, Leute, es tut mir schon fast leid, es wieder sagen zu müssen, aber da meine Videos so krass viral zurzeit gehen, ich muss mich einfach bedanken bei jedem, der abonniert. Und ich würde mich echt freuen, wenn diejenigen, die noch nicht abonniert haben, jetzt abonnieren könnten. Denn, Leute, hier gibt es fast täglich Nintendo-Videos, Top-Listen oder auch News zu aktuellen Spielen. Deswegen, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ansonsten, was ist jetzt und das Video beginnt. Viel Spaß! 2007, Leute, was war das für ein Jahr in der Gaming-Industrie? Es war der Start für Call of Duty 4. Das hat komplett die Gaming-Industrie erschüttert und hat neue Rekorde und Maßstäbe gesetzt in Bezug auf Verkauf. 1-2 Monate später kam auch Assassin's Creed raus, eine neue IP von Ubisoft, die einfach auch das Open-World-Genre revolutionieren sollte. Meiner Meinung nach sind die beiden genannten Titel von eben einfach nur noch langweilig und ausgelutscht heutzutage. Zur selben Zeit brachte Nintendo Super Mario Galaxy 1 auf den Markt, was nur trotzte von Kreativität und geilen Einfällen. Außerdem sieht Super Mario Galaxy 1 einfach nur zeitlos aus und man kann es heute noch ohne weiteres Bedenken so spielen. In diesen Punkten ist Mario Soap McTavish und Alter Ihr 5 Nasenlängen voraus. 3 Jahre später kam auch der darauffolgende Titel Super Mario Galaxy 2 auf den Markt. Mir kommt es eigentlich so vor, als wenn es kurz danach kam, aber es waren 3 Jahre zwischen den 2 Titeln und er machte alles nur noch besser, was der erste gemacht hat. Die Kritiken sind einfach nur enorm. Oftmals fielen die Kritiken 10 von 10. Das war keine Seltenheit bei Super Mario Galaxy 2. Und wie geil wäre das einfach, wenn Nintendo einfach Super Mario Galaxy 3 für die Nintendo Switch noch eines Tages raushaut. Eventuell gibt es bei Mario Odyssey ja noch einen Cliffhanger, irgendwas, ein Easter Egg, was vielleicht daraus schließen lässt, dass ein Galaxy 3 kommen könnte. Ich wäre einfach nur komplett erschüttert und wäre komplett im Hype, wenn es demnächst angekündigt wird. Das nächste Spiel bzw. die nächste Spielreihe ist Banjo-Kazooie. Nachdem man gesehen hat, was Rare aus Banjo-Kazooie gemacht hat, und zwar Banjo-Kazooie Schraube locker bzw. auf Englisch Nuts and Bolts, hat man schon gesehen, okay, das wird nichts mehr. Aber ich rede von einem richtigen Banjo, und zwar Banjo 3, was in der Entwicklung war durch das ehemalige Rare. Man hat ja gesehen, was Nintendo bzw. Microsoft mit Rare gemacht hat. Ich meine, Nintendo war damals gezwungen, Rare zu verkaufen, und das heutige Rare ist halt einfach nicht mehr das, was es früher war, weil halt so viele Leute rausgegangen sind, dass es heutzutage ein ganz anderes Entwicklerstudio ist. Aber es gibt ja noch einige Leute in Retro-Studios, die so ähnlich sind, beziehungsweise von denen halt viele Leute aus dem eigentlichen Rare kommen, und da würde ich mir ein richtig geiles Banjo wünschen. Das wird natürlich nie passieren, weil die Rechte halt bei Microsoft liegen. Aber vielleicht schafft es ja Microsoft irgendwann mal ein richtiges Banjo rauszubringen, beziehungsweise vielleicht sogar Banjo 3 von damals aufzugreifen und einfach das Spiel zu vervollständigen. Aber Leute, seien wir mal ganz ehrlich, das wird wohl leider nie passieren und deswegen können wir Banjo 3 inzwischen, glaube ich, schon abschreiben. Auch wenn es ziemlich traurig bzw. kacke ist, was soll man machen, Leute? Die nächsten 2 Spiele, die unbedingt einen Nachfolger brauchen, sind Pokémon Colosseum und Pokémon XD. Das waren 2 richtig geile Titel, die ich damals auf den GameCube gespielt habe. Und jetzt 2017 auf der E3 wurde angekündigt, dass Nintendo bzw. Game Freak an einem neuen 3D-Abenteuer im Pokémon-Universum arbeitet für die Nintendo Switch. Also die Ankündigung für den Titel ist sozusagen schon offiziell raus, Leute. Wir haben natürlich noch kein Gameplay, kein Trailer, kein Teaser, gar nichts. Wir haben lediglich von einem Entwickler die Aussage. Dass es kommen soll, wann genau es kommt, können wir auch noch nicht sagen, Leute. Aber wir wissen hundertprozentig, dass es richtig geil wird. Wirklich, Pokémon Sonne und Mond haben mich persönlich jetzt ein wenig enttäuscht. Ich war ein bisschen zu doll gehypt und meine Erwartungen wurden nicht 100% erfüllt. Andersrum war es bei Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin. Dort wurde ich komplett überwältigt. Und wenn das neue 3D-Pokémon-Abenteuer für die Nintendo Switch wirklich so aufgebaut ist und auch so ist vom Grafikstil und vom Allgemeinstil wie Colosseum oder XD, dann raste ich komplett aus, Leute, denn sowas braucht unbedingt die Nintendo Switch. Ja, Leute, das war's mit dem kurzen, knackigen Video zu 3 Spielen, die unbedingt noch eine Fortsetzung brauchen. Ich würde mich über ein Abo freuen, Leute. Wie gesagt, ich will jetzt hier komplett durchdrehen mit Videos. Ihr seht es ja schon, ich lade hier fast täglich hoch spannende Nintendo-Videos und allgemein News zu Odyssey und allgemein. Ja, vergesst nicht, bei Makata vorbeizugucken, denn dort gibt es noch 3 Titel, die ein HD Remastered brauchen. Lohnt sich auf jeden Fall. Erster Link in der Beschreibung. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.